Hängematte dann fertig geknüpft ist. Ja, und diese Hängematten sind unwahrscheinlich beliebt, nicht nur hier auf dem Land, sondern auch in den Städten. Leute, die auch ein Bett haben, die schlafen eigentlich meistens lieber. Ist doch noch ein Junge. Ein Junge, Sven. Ich kann ja nicht ganz sein. Gehen wir mal hier nach hinten, wir zeigen noch, das sind ein paar Feuerbäume hier. Und dieser Zusammenschluss, ein Herr von einer Familie, das ist auch aus, auf diesen Dorfzusammenhalt, auch im Austausch von Namen. Thank you.
was versäumt, ehrlich. Ehrlich? Super. Oh, oh nee, ist mir zu eng. Da kriegt Platz an. Hier der Hund ist halt riesengroß. Ja, aber dieser Das ist ja genau richtig groß. Muss ich dich jetzt irgendwie kippen oder so? Lauf hierher. Einfahren zu können. Aber diese Kunst, die sie von den Grundkenntnissen, weil sie natürlich die Reise von den Amiten übernommen haben, aber diese Kunst wurde dann so verfeinert, Grund gehabt haben, wie es ein Fachbuch ohne irgendwelche modernen Kunst, die sollten Sachen zu berechnen. Ja, die Mayas wussten zum Beispiel von der Umlaufbahn der Venus, wurde wahrscheinlich exakt berechnet. Die Mayas berechneten damals die Umlaufbahn der Venus auf genau 584 Tage und nach genauesten Messungen auf 583,9 Tage. Also unwahrscheinlich exakt, wie wir es damals festlegen konnten, die konnten die Bahnen unseres Sonnensystems, die Umlaufbahnen der Planeten unseres Sonnensystems. Jahren wurde diese heutige Außenmauer wurde dann nochmal rübergezogen als zweite Überbauung und als dritte Überbauungsphase. Dieser Ring hier, auf dem ich jetzt hier stehe, wurde dann nochmal ungeheurer Arbeitsaufwand, den wir da machen, allein für den Zweck gegeben. Und ich denke, hier auch auf dem Observatorium befindet, ist eben auch ein Zeichen dafür, dass die diese ganze Szene. Hier nochmal so rum, würde ich sagen, und gehen dann drüben. Die haben auch die Priester wurden hier auch ausgebildet auf die Religion, Aufgaben, die sie dann wahrnehmen sollten, hier in diesem Gebäude vorbereitet. Ja, und wenn wir hier uns mal dieses kleine Gläschen uns anschauen. Aufzulockern. Ja, hier im Kühlschrank,
oder Kronen, wenn ihr da genauer hinschaut, wie man da als Hauptmotiv eben wieder diese gleiche Maske, die man im Observatorium oben herbringt, an das Schlangensymbol, das wir jetzt oben auch hier wieder sehen, als Herz der Maiskopf. Seite. Was auffällt, dass diese Männer alle einen ganz üppigen, aufwendigen Kopfschmuck tragen, eben auch als Zeichen ihrer vornehmen Herkunft, ihrer Gewichtung, dass sie um wichtige Persönlichkeiten hier gehandelt haben mussten. Es war in dieser Zeit auch immer gang und gäbe, einen Federschmuck zu tragen, der von diesem Quetzalcoatl auch eingeführt wurde. Quetzalcoatl, die gefiederte Schlange, und Quetzal ist ein Vogel, ein grüner Vogel, ist der Nationalvogel Guatemalas, und dieser Vogel, den es auch hier in Mexiko in den Regenwäldern von Chiapas gab, ist, wie man sagt, eigentlich jetzt schon ausgestorben, man hat seit Jahren hier keinen mehr gesichtet. Und dieser Vogel wurde aufgrund seines prächtigen grünen Schwanzfederkleides, wurde der immer gejagt und getötet auch, denn diese Federn, diese Quetzalfedern, waren eben auch ein Zeichen von Herrschern. Diese Herrschern schmückten sie immer mit diesen Federn. Man kann hier ganz deutlich diesen langen Federschmuck sehen, die diese Persönlichkeiten hier trugen. Ja, hier auch ganz interessant, die Schädelwand hier zum Kante, Originalname zum Kante, sehen wir hier abgebildet. Und zwar nicht nur so zum Spaß, sondern es war unsere Realität, denn hier oben auf diesem Plateau hier waren Holzpfähle aufgestellt, auf denen dann die Köpfe der Menschen aufgestellt. Da war es eben auch das optimale Tier für eine stolze Kriegerkaste der Tolteken, das zu auserwählt wurde, die zu schmücken, und die trugen dann auch immer eben. Wird, dass da Ausbuchtungen entstehen, dass es aufbricht, sodass hier dann die ganze Decke eingebrochen ist, und so entstehen eben diese natürlichen Brunnen, diese natürlichen Cenotes. Unten an den Lehmschichten staut sich dann das Wasser, und dadurch entstehen auch hier unterirdische Flüsse, unterirdische Seen, und es waren auch hier immer unterirdische Strömungen, die man da feststellen konnte, auch in Entra,
por aquí? Sí, por ahí. Las 61 escalones y bajan por ahí. Thank you.
Ich bin nicht mehr.